Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin selbst Steinbock und eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Nehmt euch Zeit zum Kuscheln. Ab dem 6. Juni verwöhnt euch Liebesplanet Venus mit sinnlicher, erotischer Liebesenergie. Ihr wirkt jetzt sehr verführerisch und überzeugend. Super für Steinbock-Singles, um neue Flirts anzufangen. Energieplanet Mars sorgt in eurem Partnerhaus für einigen Wirbel. Tipp der Sterne, falls es Streit gibt, sucht die Versöhnung im Bett. Bevor wir jetzt näher einsteigen, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu gewinnen gibt bei mir. Näheres dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, also die Planeten, die längerfristig auf euch einwirken. Und wir fangen an mit dem Quadrat zu Jupiter. Der steht für euch im 10. Haus, bildet eine Spannung auf die Steinbocksonne, aber bringt dadurch natürlich auch sehr viel Energie für eure Karriere, für euer Fortkommen. Das läuft höchstwahrscheinlich recht gut für viele Steinböcke. Und die Gefahr mit dieser Spannung ist halt nur, dass ihr es übertreibt. Sei es, dass ihr euch verausgabt oder dass ihr in einer Sache mehr Potenzial seht, als wirklich drin ist. Dass ihr da vielleicht entgegen eurer sonstigen Gewohnheiten etwas unrealistisch seid. Das kann so ein bisschen passieren, aber im Großen und Ganzen ist Jupiter ja ein Wohltäter und steht halt super gut in der Waage und in eurem 10. Haus. Also insofern ist das überwiegend, würde ich sagen, ein positiver Aspekt, solange ihr dabei mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. Und den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 6. Januar Geburtstag haben. Und da gibt es eine kleine Überschneidung, nämlich zu einem anderen wichtigen Aspekt. Das ist der Sextilaspekt hier zu Neptun. Steht für euch also günstig und macht diejenigen, die es spüren, ein bisschen weicher, ein bisschen fantasievoller. Und ihr habt auch mehr als sonst Spaß an Kunst, an Fantasie, an Geschichten, die euch auch so ein bisschen aus dem Alltag raus entführen. Aber ihr seid dadurch möglicherweise auch kreativer in eurem Denken. Und für so manchen Steinbock bedeutet das auch, dass er jetzt gute Ideen hat, was Liebesgeflüster und solche Sachen anbetrifft. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 7. Januar Geburtstag haben. Und die Überschneidung ist ja so zwischen dem 3. und 6., die haben eben auch das Quadrat von Jupiter. Das kann eben dann auch dazu führen, dass ihr vielleicht ein bisschen unrealistisch seid, aber andererseits euch eben auch mehr für Ideen outside the box, sagt man ja so schön, ne? Also Ideen öffnet, die euch vielleicht sonst nicht so kommen, weil ihr euch sonst immer so sehr auf das fokussiert, was realistisch ist. Und da können euch Jupiter und Neptun schon helfen, da ein bisschen weiter zu denken. Und das finde ich eigentlich durchaus positiv. Dann haben wir die Konjunktion mit Pluto, steht für euch im 1. Haus, ist ja auch schon sehr lange im Zeichen Steinbock. Und diejenigen, die den nun auf der Sonne stehen haben, die machen eben jetzt diese krisenhafte Phase durch, sehr starke Phase des Wandels, wo große Herausforderungen in euer Leben treten, wo ihr euch auf Dinge einstellen müsst, die lebensverändernd sind. Jetzt ist das aber im Moment nicht so schlimm, vor allen Dingen nicht im Juni, weil keine anderen schwierigen Quadrataspekte außer einmal mit Venus auf den Pluto einwirken. Also insofern lässt sich das, glaube ich, jetzt im Juni ganz gut ertragen, wenn ihr zu denen gehört, die eben so eine Krise durchmachen. Dann ist der Juni sicherlich ein Monat, wo ihr damit recht gut fertig werdet, wahrscheinlich auch gute Ideen habt, wie ihr damit umgeht. Und die Krise dient natürlich dazu, eigentlich der Selbstfindung, ne, der Weiterentwicklung. Der Pluto ist so einer, der die innere Wahrheit herausschält aus einem. Und man muss authentisch bleiben, man muss zu sich stehen, eventuell auch Ecken und Kanten entwickeln, vielleicht auch mal Nein sagen. Und dann kann man da auch viel Positives draus ziehen. Und das spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 7. und 12. Januar Geburtstag haben. Dann haben wir noch das Quadrat, die Spannung zu Uranus, der hier im Widder steht. Und haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen. Auch der bewirkt so einen Drang nach Veränderung und Befreiung.
Also die Veränderung durch Pluto ist da, die Veränderung, Befreiung durch Uranus, aber bei Uranus ist es ein bisschen anders. Da hat man so das Gefühl, dass bestimmte Dinge langweilig geworden sind im Leben. Ja, und dass man denkt, Mensch, ist immer dasselbe oder man möchte sich befreien, man möchte was Neues ausprobieren. Uranus im vierten Haus kann auch sein, dass ihr darüber nachdenkt, eure Wohnsituation zu verändern oder dass euch das nicht mehr gefällt oder dass ihr euch da eingeengt fühlt, mehr Platz wollt. Solche Sachen sind da möglich. Und in Bezug auf Liebesbeziehungen kann natürlich dieses Uranus-Quadrat auch dazu führen, dass man ernsthaft überlegt, ob man sich langweilt in der Beziehung, also wenn man in einer Beziehung ist und da vielleicht was Neues gerne hätte. Aber da würde ich immer dazu raten, mit dem Uranus zu warten, bis der Aspekt so ein bisschen vorbei ist. Denn da tut man manchmal auch Dinge, die man hinterher vielleicht bereut, solange dieser Einfluss so stark ist. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. Januar. Gut, dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Erst nochmal schnell zurück zum Neumond. Der ist am 25. Mai um 21:44 Uhr und der fällt für euch ins sechste Haus der Gesundheit und der täglichen Routine sozusagen. Und das heißt, da erfahrt ihr jetzt neue Impulse für die nächsten 4 Wochen für diese Themen. Es ist eine gute Zeit, um darüber nachzudenken. Jetzt ja auch Juni, schönes Wetter, dann hat man vielleicht auch Lust, sich leichter zu ernähren. Und für euch kommt vielleicht in Frage, euch von einer schlechten Gewohnheit zu verabschieden oder eben zu überlegen, was kann ich mal jetzt tun, um meiner Gesundheit dienlich zu sein. Kann auch sein, dass diese Impulse in den Joballtag gehen, dass ihr da was erneuern wollt. Und dann hatte ich ja in der kosmischen Schwingung davon gesprochen, dass zu diesem Neumond eben auch die Venus im Quadrat zu Pluto steht. Das ist natürlich für euch wichtig, also auch für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 12. Januar Geburtstag haben, die spüren das. Vielleicht erfahrt ihr eben eine Zurückweisung, die könnte auch mit einer Familienbeziehung zusammenhängen, vielleicht auch durch ein Kind oder durch Tochter, weil es die Venus ist. Aber wie gesagt, mit einer Aussicht auf ein Happy End, wenn dann die Venus am 6. Juni in den Stier geht. So, jetzt gehen wir zum Juni. Ab dem 1. Juni geht es los mit der Sonne in den Zwillingen. In eurem sechsten Haus der Gesundheit. Also Steinböcke, tut mal was für eure Gesundheit. Ihr arbeitet doch sonst immer so viel. Lasst mal jetzt da frischen Wind rein, geht raus, bewegt euch an der frischen Luft, genießt ein bisschen das schöne Wetter, wenn es schön ist. Und Pfingsten eben auch, ne, dass ihr da irgendwie echt guckt, dass ihr euch ein bisschen ausruht und was Angenehmes unternehmt. Ja, die Venus steht ja im Widder noch in eurem vierten Haus der Familie und betont Familienbeziehungen, aber vielleicht eben auch mit Uranus dabei. So ein Freiheitswunsch, vielleicht ist es ja auch so, wenn ihr Kinder habt, dass ein Kind ausziehen will, das könnte das auch bedeuten. Also da ist jedenfalls eine Veränderung, die mit Befreiung zu tun hat, im Gange. Dann der Merkur, der steht im Stier in eurem fünften Haus, da steht er gut. Das ist also auch schön für Ideen, was Erotik und Lebensfreude angeht. Der Mars steht ja auch in den Zwillingen und damit in eurem sechsten Haus der Gesundheit. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Beim Mars in den Zwillingen, das kann zum Beispiel Allergien begünstigen. Also jetzt im sechsten Haus der Gesundheit, ne, falls ihr damit zu tun habt. Ich selber habe eine ganz leichte Pollenallergie. Ich muss sagen, dass ich da mit einem homöopathischen Mittel sehr gut zurechtkomme. Könnt ihr ja mal gucken, das was für euch ist. Dann haben wir am 2. einen Top-Tag, wenn nämlich hier der Mond im 9. Haus den Merkur im 5. aktiviert. Das ist ein Tag, wo ihr Pläne machen solltet oder darüber nachdenken, wie ihr was für eure Lebensfreude tun könnt oder euch eben auch Zeit zu zweit nehmen zum Kuscheln. Sehr wichtig für die Steinbock-Geborenen ist, dass dann am 4. der Mars ins Zeichen Krebs geht und damit in euer Partnerhaus, ne? Und dann eben auch eine Opposition zur Steinbocksonne bildet, was einfach eine gewisse Gereiztheit mit sich bringen kann. Und es kann eben auch sein, wie ich anfangs sagte, dass es dann hoch hergeht in Begegnungen und Beziehungen. Mars ist natürlich auch der Planet der Konflikte. Und es kann hier wirklich auch darum gehen, weil der Mars im Krebs Gefühle aktiviert, ja, dass vielleicht euer Partner euch vorwirft, ihr werdet immer so kühl und zurückhaltend und
ihr sollt dann mal Gefühle zeigen, sowas ist möglich. Aber es ist natürlich auch irgendwie gut, weil Mars bringt Energie ins Begegnungshaus und für Steinbock-Damen heißt das immer, dass interessante, nette, knackige Verehrer auftauchen und im Zeichen Krebs vielleicht auch welche, die euch ein bisschen herausfordern, Gefühle zu zeigen. Und diesen Aspekt spürt die erste Dekade Steinbock bis zum 21. Juni. Danach geht der Mars dann durch die zweite Dekade und im Juli dann noch natürlich auch noch weiter durch die dritte Dekade. Also das ist für euch ein wichtiger Aspekt im Juni, sehr wichtig zu wissen. Und die Reizbarkeit kann es eben auch mit sich bringen, dass ihr einfach mal schauen müsst, dass ihr wirklich auch die Nerven behaltet, ne? Dass ihr euch nicht streitet. Oder wenn es zum Streit kommt, wie ich anfangs schon empfohlen habe, ist es immer sinnvoll, eine Versöhnung zu versuchen oder eben diese entstandene Energie abzubauen, indem man sich dann sexuell einander nähert. Ne? Weil Mars ist ja auch der Planet des Triebs und der sexuellen Begegnung. Genau, das könnt ihr ja dann ausnutzen. Auch sehr wichtig für euch und auch sehr positiv ist, dass die Venus dann am 6. Juni ins Zeichen Stier geht. Wunderbar, da steht sie dann in eurem fünften Haus der Lebensfreude und auch der Sexualität. Das ist also auch nochmal eine Betonung der Kuscheligkeit. Dann wird es eben richtig kuschelig und ihr solltet euch dann wirklich für den Rest des Monats auch Zeit zu zweit nehmen. Viele Steinböcke neigen ja dazu, dann vor lauter Arbeitspensum oder anderer Pläne zu sagen, ich bin müde. Aber der kluge Steinbock, den gibt es auch. Es gibt ja auch viele Steinböcke, das ist ja ein sehr sinnliches Zeichen, Erdzeichen, die auch sagen, ach nee, guter Sex ist im Zweifelsfalle erholsamer als 2 Stunden mehr Schlaf. Und das Motto würde ich euch auch für den Juni empfehlen. Genau. Dann haben wir am 7. einen Top-Tag für euch. Da haben wir nämlich die Planeten, die Liebesplaneten, die bilden dann einen sehr schönen Sextilaspekt, also einen positiven, prickelnden Aspekt. Und das Ganze bei euch eben in den Top-Häusern und im Top-Aspekt, die Venus im Top-Aspekt zur Steinbock-Sonne, der Mars, zwar in einem etwas aufreizenden Aspekt, aber was eben auch der sexuellen Spannung sehr dienlich ist. Ja, ist also eine super Flirt-Energie auch. Und diejenigen, die schon gebunden sind, die sollten eben sich wirklich ein bisschen Zeit dann auch nehmen, dass sie sich da zu zweit amüsieren können, auch wenn das am Mittwoch ist. Und dieser Aspekt wirkt bis zum 9. Juni. Und am 9. Juni ist ja dann der Vollmond. Der findet jetzt für euch statt auf der Achse 6. Haus. Ne? Arbeit und Gesundheit klingt aber gut sexy, aber ist auch wichtig und nötig. Und dann hier der Mond in 12. Da geht es um Spiritualität und vielleicht auch Rückzug. Und der Mond kann jetzt auch ein Schlaglicht drauf werfen für euch, was ihr vielleicht auch braucht an Rückzug oder auch an Spiritualität, um euch zu regenerieren und um für eure Gesundheit was zu tun. Und diese Bedürfnisse, wie ihr die vielleicht in Einklang bringen könnt. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil Lilith und Saturn hier bei euch im 12. Haus stehen und da auch vielleicht für ein bisschen prüfende Situationen sorgen. Also es ist ja für Steinbock-Geborene immer schwer, sich zurückzuziehen und zu sagen, nee, ich habe jetzt mal keine Zeit, ich brauche Zeit für mich. Aber vielleicht solltet ihr das öfter mal versuchen. Dann der 15. ist ein bisschen kritisch, denn da steht die Sonne jetzt hier in Opposition zu Saturn. Daher euer Herrscherplanet ist auch wieder 6 und 12. Also auch da kann es wieder darum gehen, dass euer Einsatz einerseits, ne, im Job oder im Alltag stark gefordert wird, ist ja die Sonne, geht die ganze Energie hin, aber dass ihr vielleicht eine Erschöpfung spürt oder auch eine Verantwortung für euch selbst, dass der Rückzug mal wichtig ist. Müsst ihr mal gucken, es ist ein Donnerstag, naja, vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen Zeit für euch nehmen. Genau, so, am Freitag ist aber dann auch schon wieder ein Top-Tag, denn da haben wir hier sehr schön den Mond, der betont dann hier diese Fantasieoption in eurem Horoskop, Liebesgeflüster vielleicht, ne, wenn ihr also da eine Liebespartnerschaft habt, dann ist das eine gute Idee, an dem Freitag sich dafür Zeit zu nehmen oder dem Süßen eine besonders fantasievolle Liebesbotschaft zu schicken. Vielleicht bekommt ihr auch eine. Auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Tag da für euch. Oder falls ihr euch hier gestritten habt mit dem Mars im Partnerhaus, wäre das auch ein Tag, um dann mit süßen Worten das wieder beizulegen. Natürlich mit dem Ziel, dann hinterher eine kuschelige Zeit zusammen zu haben. Der 18. ist nochmal ein bisschen kritisch, weil wir auch nochmal einen kritischen Aspekt mit Saturn haben, und zwar mit Merkur. Ne, da könnte es auch vielleicht nochmal eine Auseinandersetzung geben oder ihr fühlt euch vielleicht blockiert
auch in eurem Wunsch, was für euch zu tun oder vielleicht auch, also zum Beispiel bei mir selber kenne ich das, dass wenn ich mich entschieden habe, was Bestimmtes für meine Gesundheit zu tun oder vielleicht was Bestimmtes nicht zu essen, weil es mir einfach nicht bekommt und darüber muss ich dann Diskussionen führen. Da gibt es dann Leute, die mischen sich ein und sagen, warum denn nicht und stell dich doch nicht so an. Und also so eine Diskussion ist denkbar und lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenn ihr festgestellt habt, dass etwas für eure Gesundheit richtig und wichtig ist, dann solltet ihr das auch durchziehen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, hier, der 18. Genau, und dann kann das auch übrigens heißen mit Merkur, dass eine unangenehme Wahrheit vielleicht ans Licht kommt. Das könnte es auch noch sein. So, der 20. ist dann aber schon wieder ein Top-Tag für euch, denn das ist sehr schön, da haben wir den Mond im Stier, ist sowieso immer gut, wenn der Mond im Stier steht, der löst dann hier die Venus aus, betont also diese sinnlichen, schönen Energien bei euch im Haus der Sinnlichkeit und verbindet sich dabei eben auch mit Mars wieder, also das ist einfach auch eine super schöne Energie für die Liebe, fürs Flirten. Für Venus, ach genau, Venus Sextil dann auch noch zu Neptun, also auch wieder Liebesgeflüster. Einfach super. Ich habe ja gesagt, der ganze Monat ist für euch, besonders ab dem 4. und 6., wenn Venus und Mars dann eben in die für euch günstigen Zeichen wechseln, ist einfach sehr, sehr schön für die Liebe und für Liebesgeflüster. Am 21. dann die Sommersonnenwende und dann geht die Sonne ja in den Krebs und damit in euer Partnerhaus und dann während der ganzen Zeit, wo sie im Krebs ist, ist also für euch das Thema Partnerschaft, Begegnungen mit Vitalität erfüllt, aber auch eine gewisse Gefahr eben wieder für Auseinandersetzungen. Das ist dann ja für euch auch der Halbjahresgeburtstag sozusagen. Dann habt ihr jetzt ein halbes Jahr rum dann in der Zeit und könnt dann ja auch schon mal drüber nachdenken, wie ist es bisher gelaufen, seid ihr zufrieden oder wo noch nicht und könnt da vielleicht euch noch Gedanken machen, zumal ja dann eben am 24. auch der Neumond dort stattfindet. Und der Neumond will ja dann auch, dass ihr da neue Impulse setzt, darüber nachdenkt und euch überlegt, wie ihr das dann in den nächsten 4 Wochen gestalten wollt. Oder vielleicht eben auch, wenn ihr gemerkt habt, hey, ich habe das und das noch nicht umgesetzt, was ich mir für dieses Lebensjahr vorgenommen hatte, wäre das dann vielleicht eine gute Zeit, das in der Krebszeit zu machen. Weiterhin habt ihr dann eben auch Mars im Partnerhaus, also Vorsicht vor zu heißen Streitereien, so ein bisschen heiß hergehen, kann es ja ruhig, ist ja wunderbar. Und für Steinbock-Frauen ist das natürlich super, denn Sonne und Mars im Krebs heißt einfach schöne männliche Energie euch gegenüber, interessante Männer zum Kennenlernen. Genau. Übrigens, was auch interessant ist, ist an dem Tag haben wir dann auch einen positiven Aspekt zwischen Venus und Pluto, die ist ja dann im Stier. Das heißt, diese Zurückweisung vom Neumond des Vormonats könnte dann vielleicht auch geheilt werden. Ja, genau. So, und dann ist am 29. noch ein Top-Tag für euch, denn da verbindet sich der Mond nochmal aus der Jungfrau heraus mit den Liebesplaneten, hier mit eurem Pluto und bildet dann auch noch ein großes Trigon hier mit der Venus mit dabei. Das heißt also auch, eure eigene Krise oder der Druck, unter dem ihr steht, oder euer Wandlungsdruck, erfährt da eine Harmonisierung, die eben auch mit Liebe und Sexualität und so zu tun hat. Also zum Ende des Monats, merkt euch das, habt ihr auch nochmal eine ganz tolle Phase mit einer sehr schönen kosmischen Energie für die Steinböcke. Ja, meine Lieben, soweit also die Sterne im Juni. Wenn ihr eine persönliche Beratung wollt, vielleicht auch nochmal zum Thema Mondknoten, wo der jetzt für euch steht, was da jetzt für euch wichtig wird, dann meldet euch bei mir und könnt ihr auch über meine Webseite einfach buchen, die Beratung. Und was die Verlosung angeht, gibt es bei mir 15 Minuten Kurzberatung zu gewinnen. Mit etwas Glück seid ihr dabei, ihr müsst nur den Kanal abonnieren und mir eine konstruktive Nachricht posten hier auf YouTube. Dann seid ihr dabei. Oder auch noch eine Möglichkeit, ihr meldet euch zu meinem Webinar Antonias Sterne an zum nächsten Termin. Da könnt ihr euch dann auch informieren und mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.